Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute machen wir einen kleinen Spaziergang. Heute ist wieder ein richtig schöner Herbsttag. Die Sonne scheint, alle haben gute Laune. Was will man mehr? In der Ferne hören wir die Kraniche schreien. Zufriedenheit bringt auch in der Armut Glück. Und Zufriedenheit ist Armut, auch im Glück, sagte schon Konfuzius. Auf dem Weg, den alle gehen, wächst kein Gras. Deshalb gehe ich meine eigenen Wege. Cornelia Chiaupa. Hier ein sehr schöner Vers von Johann Wolfgang von Goethe. Erfolgreich zu sein, setzt zwei Dinge voraus: klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. In einem ägyptischen Sprichwort heißt es: Glück widerfährt dir nicht. Glück findet der, der danach sucht. Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart. Von Noël Coward. Maurice Barré sagte: Das Glück ist im Grunde nichts anderes als der mutige Wille zu leben, indem man die Bedingungen des Lebens annimmt. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche. Das sagte schon Che Guevara. Ist das eine schöne Luft? Hier kann man richtig gut durchatmen. Riecht förmlich den Herbst. Francis Bacon sagte: Jeder Aufstieg in große Höhen geschieht auf einer Wendeltreppe.
Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. Mark Twain. Duke Ellington Probleme sind Gelegenheiten zu zeigen, was man kann. Wir reifen am meisten und machen die größten Fortschritte, wenn wir einsehen müssen, wie sehr wir uns geirrt haben. Von Bauer. Woody Allen sagte, wirklich innovativ ist man nur, wenn etwas daneben gegangen ist. Damit das Mögliche entsteht, muss man immer wieder das Unmögliche versucht haben. Von Hermann Hesse. Hier ein Vers von Ivan Turgenew. Willst du glücklich sein, dann lerne erst leiden. Oh mein Gott. Das Unglück ist ebenso wie der Ruhm imstande, Energie zu wecken. Von Barres. Ich denke, das reicht heute an Versen. Genießen wir noch ein wenig die Natur. Wir sind hier wieder in einem Mischwald unterwegs. Nadelbäume, Laubbäume, verschiedene Sorten.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern ein Däumchen hoch da. Ihr könnt mich auch abonnieren. Bis bald und bleibt schön gesund. Hier sehen wir den Schachtelhalm. Diese Pflanze, die gab es schon vor 100 Millionen Jahren. Allerdings viel, viel größer. Hier im Wald wachsen reichlich viele Pilze. Vielleicht weiß einer von euch, wie die heißen. Aber ich denke mal, die sind giftig. Der Wald ist so der beste Doktor überhaupt. Gut für die Seele, gut für die Atemwege. Ah.